Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmenüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Und in Lektion 23, die EÜR als Planungsinstrument, Fragezeichen, bin ich angekommen bei Fall 111. Der verschwenderische Gesellschafter. Sie sind an einer Personengesellschaft seit 5 Jahren zu 50% beteiligt. Jedes Jahr macht die Gesellschaft einen Gewinn von 50.000 Euro, wovon Ihnen entsprechend 25.000 Euro zustehen. Aufgrund anderer Einkommensquellen entnehmen Sie sich jedes Jahr nur 5.000 Euro von der Bank. Ihr Mitgesellschafter räumt seinen kompletten Gewinnanteil ab. Nach dem 5. Jahr beschließen Sie, die Gesellschaft zu beenden. So, nach 5 Jahren gibt es immer noch einen Gewinn von 50.000 Euro und Bankbestand nach Gewinnentnahme sind 100.000 Euro, weil da jedes Jahr 20.000 Euro übrig bleiben. Gemäß BGB hat jeder Gesellschafter Anspruch auf die Hälfte des Vermögens. Das würde bedeuten, mangels bestehender vertraglicher Regelungen und nur wegen der einfach gehaltenen Buchführung, dass Ihr Kompagnon noch einmal 50.000 Euro vom positiven Bankbestand erhält. In Klammer theoretisch, Klammer zu. Das wäre nicht schön. Wie könnte dem gegengesteuert werden? Sind Sie Mitgesellschafter und es handelt sich bei dem anderen Gesellschafter nicht gerade um Ihre Ehefrau, sollte auch bei einer Einnahmeüberschussrechnung weitestgehend Kapitalkonten geführt werden. Kapitalkonten werden bei bilanzierenden Personengesellschaften geführt. Auf denen werden die Gewinnanteile, die Privateinlagen und Entnahmen gebucht und jahresübergreifend berücksichtigt. Mit der Führung von Kapitalkonten ergebe sich folgendes Bild. Dazu gibt es eine Tabelle und man sieht halt, dass einer alles rausgenommen hat und der andere spart jedes Jahr, das ist der Gesellschafter A, und der Gesellschafter B spart jedes Jahr 20.000 Euro an und danach ergibt sich ein Bankbestand von 50.000 Euro. Und der hat nach 5 Jahren von 100.000 Euro, weil er 100.000 Euro angespart hat, und nach 5 Jahren gibt es jedes Jahr gibt es eine Entnahme von 30.000 Euro, das sind 25.000 plus 5.000 Euro. So, jetzt werden hier 2 Vorteile aufgeführt und damit endet das Buch. So, Vorteil 1. Mit der Führung von Kapitalkonten kann bei einer späteren Beendigung der jedem Gesellschafter zustehende Anteil am vorhandenen Vermögen exakt ermittelt werden. Vorteil 2. Für die Problematik der Überentnahme kann der Anteil an den nicht abziehbaren Zinsaufwendungen ebenfalls den Gesellschaftern sachgerecht zugewiesen werden. Sie sind nun am Ende des Buches, so damit endet das und jetzt gibt es einen Ausblick. Sie sind nun am Ende des Buches angekommen. Die Autoren hoffen, Ihnen ein lebendiges Nachschlagewerk mitgegeben zu haben. Blättern Sie, lesen Sie, tauchen Sie immer wieder ab in die so scheinbare einfache Einnahmeüberschussrechnung. Sie wissen ja, wer mehr weiß, ist klar im Vorteil. Fehlt Ihnen etwas, haben Sie Anregungen, Fragen, schreiben Sie dem Autor über den Verlag oder gleich direkt an seine Berliner Adresse. So helfen Sie uns, dass es immer aktuell heißt, die Einnahmeüberschussrechnung leicht gemacht. So, das war das Buch. Ich werde einfach nur ein Einkommen angeben.
wenn denn endlich eins ans Ziel führt. Also, tschüss.